Im folgenden Video beschäftigt sich Daniel Handle-Pfeiffer damit, wie man mit Gamification kleine Spielräume gestalten kann. Er beginnt mit der Frage nach Definitionen. Was ist ein Spiel? Was ist ein digitales Spiel? Um dann zu besprechen, wie Elemente aus Spielen Lernprozesse unterstützen können. Dabei kommt auch zum Begriff der Gamification, der Nutzung von Spielelementen in Nicht-Spielkontexten. Und die Gamification kommt auch in der Bildung zum Einsatz und unterstützt dort Lehrende und Lernende. Was haben Sie denn zuletzt gespielt? War es ein digitales Spiel oder ein klassisches Brettspiel? Wir werden uns heute ein bisschen näher mit diesem Phänomen auseinandersetzen und auch speziell in diesen Begriff eintauchen und werden hier streng an der Definition nach Dettering bleiben. Sie werden Spieldesign-Elemente kennenlernen und wir werden eher allgemein bleiben und am Schluss uns auf das Anwendungsgebiet Lehren und Lernen fokussieren und dort ein bisschen tiefer in die Materie noch einsteigen. Wenn wir jetzt an der Definition bleiben, dann ist Gamification die Nutzung von Spieldesign-Elementen in Nicht-Spielkontexten. Ist relativ scharf, diese Definition, sehr knapp gehalten, aber steckt sehr viel dahinter und wir werden die jetzt anfangen zu zerlegen und auch im Detail zu besprechen. Und deshalb fangen wir einmal an bei dem Begriff der Spieldesign-Elemente. Und hier müssen wir mal klären, was ist überhaupt ein Spiel? Ein Spiel hat grundsätzlich ein Ziel, Regeln, ein Feedbacksystem und die Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme. Wir kennen das als Mensch, ärgere dich nicht. Wenn man dann doch überzeugt worden ist, mitzuspielen, weiß man, wo man hin muss. Man kennt das Regelwerk oder speziell auch aus dem sozialen Gefüge kommt ein Regelwerk, besonders bei Brettspielen. Es gibt ein Feedbacksystem, ob ich die Regeln eingehalten habe oder nicht. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, heute spiele ich nicht mit, bei Mensch ärgere dich nicht. Aber das Ganze gilt natürlich analog auch für Computerspiele, wo halt eben das Ziel und die Regeln eher durch das System vorgegeben sind und mir dann auch genau zeigt, zum Beispiel in World of Warcraft, wo kann ich hingehen, wo kann ich interagieren, was kann ich damit machen und wie interagiert auch das System mit mir. Wenn wir jetzt gerade im Deutschen anschauen, dann spielt man gerne Spiele. Die beiden Begriffe sind sehr ähnlich, sind aber grundsätzlich komplett verschieden. Es gibt einerseits Spielen als Play oder auch das Spiel als Game. Das heißt, im Englischen wäre es eigentlich Playing Games. Und da sieht man schon, dass diese beiden Wörter ganz anders sind. Play kommt eigentlich von Paida und Game kommt eigentlich von Ludus. Und wenn wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen, ist das Spielen, das Play, eigentlich ein improvisiertes Spielen. Man sieht es oft bei Kindern, die eher so spontan daran gehen. Es gibt wenig Regeln, es hat eher einen kindlichen Zugang. Daran ist es auch ein informelles Spielen eigentlich. Im Gegensatz zum Game, das ein ganz klar definiertes, das Regeln hat, das Hindernisse hat, wo es auch immer Gewinner und Verlierer gibt, was auch eher mehr als formales Spielen bezeichnet wird. Nur das im Hinterkopf zu behalten, dass da eigentlich zwei verschiedene Zugänge gibt oder auch für die Begriffe Zugänge gibt. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer noch hineinsteigen, wir haben jetzt das Spiel definiert, wir schauen uns jetzt das Spiel Design Element an. Da gibt es eine sehr gut aufbereitete Taxonomie nach Toda, der in dieser Taxonomie eben verschiedene Bereiche vorschlägt. Und hier speziell Relationen definiert vom Spieler mit Umwelt, Spieler selber und das ganze Gefüge näher beschreibt. Wir haben zum Beispiel den Spieler selbst, alles was mit Performance-Indikatoren zu tun hat, alles was messbar ist. Wir denken jetzt an einen Badge zum Beispiel oder man kann ein Level erreichen oder man bekommt Punkte und das fällt alles in diese Kategorie Performance. Wenn wir weiterschauen, gibt es auch, wie stehe ich in Relation zu der Welt? Welche Regeln hat diese Welt? Wie schaut eigentlich die Wirtschaft dieser Welt aus? Was für Märkte gibt es? Wo kann ich Items tauschen? Dann kann ich auch überlegen, ob ich irgendwelche speziellen Items bekommen kann. Wenn wir hier weiterschauen, kann man aber auch die Beziehung zwischen Spielerinnen definieren und kann hier anschauen, wo tritt ein Spieler mit einer anderen Spielerin in Competition, aber wo gibt es auch kooperative Momente, wo gemeinsam an Aufgaben gearbeitet wird oder auch an Lösungen gearbeitet wird. Dann kann man auch noch definieren, wie schaut es aus mit dem Spieler und dem Erlebnis, wie schaut es aus, welches Gefühl hat diese Welt, welche Neuigkeiten gibt es auch in dieser Welt, wie fühlt sich diese Welt an. Und dann gibt es natürlich auch den fiktionalen Teil, wie ist diese Welt ausgestaltet, wie wird diese Welt auserzählt. Da gibt es einerseits das Narrativ, die generell die Geschichte, aber auch wie wird diese Geschichte erzählt.
Dann bleibt uns für die Definition von Data-Dingen, wenn wir zurückkommen, nur noch ein Teil, nämlich der Nicht-Spiel-Kontext. Hier ist die Abgrenzung leider sehr schwierig, wird auch im Paper sehr genau beschrieben, weil es um eine subjektive Wahrnehmung geht. Als Mensch ist es sehr unterschiedlich, ob ich einen Kontext, einen Spielkontext wahrnehme oder nicht. Man kann manchmal ganz gut argumentieren über die freiwillige Teilnahme. Gerade wenn wir jetzt an einen Lern-Lern-Kontext denken, ist da oft das Momentum, wo es eigentlich keine freiwillige Teilnahme gibt, weil man im Lern-Lern-Kontext es tun muss. Ein gutes Beispiel, wie man es definieren kann, besonders was die subjektive Wahrnehmung angeht, wäre zum Beispiel Kahoot. Kahoot ist grundsätzlich im Archetyp, wenn man es aus einem Gamification-Standpunkt betrachtet, ein gamifiziertes Student-Response-System. Die Studierenden können hier Fragen beantworten, kriegen Rückmeldungen. Wir haben Game-Design-Elemente, es gibt Punkte, die man bekommt, es gibt ein Ranking, das man bekommt und kann das aus diesem Bereich relativ gut definieren. Trotzdem gibt es auch Leute, die sagen, ich spiele Kahoot und nehmen es eher als ein Spiel wahr, weil es auch eigentlich ein Ziel hat, ein Feedback-System hat. Und grundsätzlich kann man sich auch hier entscheiden, freiwillig teilzunehmen. Man hat auch Regeln drinnen, wie das Spiel funktioniert, wie es auch ausgemacht ist. Das heißt, man muss sich eher mehr anschauen, von einem Objekt ist es, welcher Archetyp steckt dahinter und kann es meistens auch über die Trennlinie der Freiwilligkeit besprechen. Manchmal ist es leider nicht ganz so einfach. Wenn wir auch öfter schon über Spielerinnen gesprochen haben, kann man sich da ein bisschen mehr Gedanken machen, gerade wenn man Richtung Human-Computer-Interaction geht und Spielerinnen als Nutzerinnen begreift, kann man hier auch versuchen, diese Personen zu typisieren. Hier gibt es auch einen Vorschlag für Player-Types von Marzewski, wo er speziell die Motivation zum Spielen in den Fokus legt. Was treibt eigentlich Menschen an, dass sie Spiele spielen? Wenn wir hier ein bisschen tiefer eintauchen in dieses Framework, sehen wir, es gibt den klassischen Player. Diese Person spielt einfach darum, dass es einen Reward gibt. Hier muss es einfach eine Leistung geben. Ich muss Punkte bekommen, ich muss was machen. Dann gibt es zum Beispiel im Gegensatz dazu den Achiever. Das ist eine Person, die spielt eher darum, etwas abzuschließen, etwas zu meistern, etwas zu schaffen. Dann gibt es auf der anderen Seite aber auch den Socializer. Der spielt eigentlich eher mehr wegen der Beziehung und spielt eher mehr kollaborative Spiele, um mit anderen Spielerinnen zu spielen. Es gibt auch den Philanthropisten. Sie spielt eher mehr, weil es einen Purpose gibt oder auch ein Meaning in dem Ganzen. Es gibt auch den Free Spirit, der eher mehr oder sie Richtung Autonomie geht oder Gestaltung. Und dann am anderen Ende gibt es noch den Disruptor, der spielt eher mehr, um das Spiel selber zu verändern. Hier kann man auch diskutieren, ob das überhaupt noch ein Spielerinnen-Typ ist, weil dieser Typ eher mehr für das Nichtspielen bekannt ist. Wenn wir jetzt kommen von der allgemeinen Definition und dem allgemeinen Zugang und das Ganze auch in einen Lern-Lern-Kontext übertragen, sehen wir die Definition von CAP, die noch eine Handlungsdimension dazu bringt. Diese Definition ist Gamification is using game-based mechanics, aesthetics, game thinking to engage people, motivate action, promote learning and solve problems. Die ersten Punkte decken auch das ab, was von Data-Ding kommt. Noch ein bisschen spezifischer, es geht echt um Mechaniken, aber auch um die Ästhetik hervorgebracht. Aber auch das Denken wie in Spielen. Und ab dem 2 fängt die Handlungsdimension an. Wir wollen eigentlich mit Gamification im Lern- und Lernkontext Leute motivieren mitzumachen. Sie sollen ins Tun kommen, sie sollen Aktionen setzen, sie sollen etwas umsetzen, sie sollen sich mit dem Inhalt auseinandersetzen. Sie sollen wirklich ins Handeln kommen. Wir unterstützen hier explizit Lernen und es kommt auch ein wichtiger Punkt hinein mit dem Problemlösen. Spiele sind dafür bekannt, eigentlich Probleme darzustellen, aufzuzeigen, auch zu geben. Und auch die Idee dahinter ist, dass man auch Probleme überwindet, was ganz gut mit dem Lern-Lern-Kontext auch zusammenpasst. Wenn wir jetzt zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben. Gamification befasst sich primär mit dem Einsatz von Spieldesign-Elementen. Das macht es gerade für Designerinnen, aber auch Pädagoginnen ganz interessant, weil man einen kleineren Approach machen kann. Man kann sich 3, 4 Spieldesign-Elemente herausnehmen, die zusammenbauen und dann eine Welt gestalten, in der eben die Lernerinnen oder die Spielerinnen damit interagieren. Auch wenn man das jetzt aus dem Lern-Lern-Kontext herausgeht, ist das übertragbar auf viele andere Bereiche. Es ist hier ganz wichtig, sich auch ein Anwendungsgebiet zu suchen. Und dieses fügt dann eigentlich erst die richtige Zieldimension hinein, was ich mit meinem Gamification
erreichen oder eigentlich mit meinen Spieldesign-Elementen erreichen möchte. Ganz wichtig ist auch hier, wenn man eigentlich in eine Menschzentrierung geht, immer der Blick, wer spielt das überhaupt? Mit welcher Zielgruppe habe ich es zu tun? Wer benutzt das? Wer interagiert damit? Und es geht auch immer darum, in Aktion zu treten. Es geht darum, etwas zu tun, etwas zu machen, etwas umzusetzen. Das System meldet hier auch eben auch einen Erfolg oder eine Niederlage, was in einem Feedback-Loop ganz wichtig ist, wenn ich als Lerner jetzt auf das Objekt hingehe oder auf die Aufgabe hingehe, damit interagiere, sehe ich dann auch durch das System, habe ich es erreicht oder habe ich es nicht erreicht und kann eben dann meine Strategie und meinen Umgang damit ändern, um das Ziel zu erreichen. Und als kleinen Schlussgedanken, wenn Sie Gamification anfangen wollen einzusetzen, dann orientieren Sie sich an guten Spielen. Schauen Sie sich an, wie funktioniert hier die Spielmechanik, isolieren Sie diese Mechanik, nehmen Sie es mit, übertragen Sie das Ganze in Ihren Kontext.